Tag Sportsfreunde, euer Gang am Start. Hier das Set schön aufgebaut. Hier, das sieht aus wie ein Filmstudio und hoher Besuch hallo, ist da. Hallo, mal, hallo. Einmal der Nils. Hallo. Hi. Einmal der Daniel, der Philipp hat sich mal Guten wieder Tag. Hier eingenistet. Wieder kein Zuhause. Genau. Und so sieht das aus, wenn hier gedreht wird. High Quality natürlich. Alles made in China. Und wir wollen einen Booster-Test abfüllen. Ne? Das kommt heute. Wir haben geplant hier, wo die Kollegen zusammen hier mal sind, einmal Crank. Dann gehen wir gleich pumpen. Chest Day natürlich. Und ja, grundlegend wollen wir noch ein bisschen was quatschen. Was erwartet ihr hier von eurem Besuch beim Görki? Was habt ihr so überlegt? Was machen wir dann? Ich muss ja sagen, ich gucke ja so viele schöne Videos von dir. Nein, natürlich nicht. Aber nee, also es wird auf jeden Fall geil. Wir kriegen heute mal ein ehrliches Urteil von diesem Crank. Ja. Der sieht ja sehr vielversprechend aus, sagen wir mal. Ist ein bisschen ähnlich wie der One More Rap vom Design und wie der Weiler, wie hieß der? Irgend so ein anderer. Ne? Ihr wisst, Rush, das sieht ähnlich aus. Ja. Ist die Frage, wer hat sich das von wem abgeguckt? Ja, ja. Ne? Ja. Also ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, aber er wird bestimmt gut sein, so viel kann ich sagen. Ist ja ganz neutral, meine Meinung, was das angeht. Dann machen wir heute Brust, Brösterchen. Ja, und? Wir wollen noch die Schepperpfanne oder Schepperschale. Nils, kannst du dir auch mal kurz vorstellen? Ganz groß, natürlich. Shoutout auf meinem Channel. Ja, danke schön erstmal. So, ich bin jetzt Schlieper, ich bin 19 Jahre alt. Ich mache auch eigentlich, wie ihr alle, gerne Fitness. Und Aerobik aber auch. Und Aerobik. Und Hot Sauna. Kein Cardio. Hot Sauna. Also ja. Wie gesagt, Natural Bodybuilding. Ich bin ein ganz guter Kumpel vom Daniel. Bin mit ihm hier 2 Tage in Berlin. Dann dachten wir, schneiden wir einfach mal vorbei. Natürlich nur wegen der Schepperschale. Ja. Und ja, bei YouTube bin ich auch. Ja, natürlich. Dann machen wir hier mal einfach mal abonnieren. Machen wir hier den Nils mal rein. Jawohl. Weil das ist mal ganz gut, wenn man da auch jemanden unterstützt, der Träume hat, der den Lifestyle leben will. Genau, den Lifestyle. Und dann geht's voran, ne? Genau. Ja, und dann sind wir mal gespannt. Da kommt ein bisschen was bei rum heute, ne? Klar. Wir haben ein sehr geiles Training. So, es ist doch eine gute Atmosphäre hier, da kann nur gute Sachen machen. Ja, ist mal sympathisch. Sympathische Leute sind immer willkommen hier in meinem Palast hier. Und dementsprechend, ich glaube, wir legen mal los. Wir quatschen wieder hier. Oh, erst 2,5 Minuten. Habt ihr da noch ein Thema oder fällt euch noch was ein? Irgendwas müssen wir noch ansprechen. Ja, aber soll ja ein vollständiges Video werden. Die Leute erwarten hier was, wenn die auf meine Qualitätsvideos gucken. Vielleicht ganz kurz. Görki hat sich bereit erklärt, mir einen Shaker zu leihen. Ja. Weil meiner hat irgendwie noch ein bisschen gemüffelt. In dem Fall gibt es Flying Uwe Werbung. Schutz, Digga. Aber du hattest die Wahl, du hättest auch einen anderen. Ich hatte die Wahl. Ich habe doch den Gym Lady nehmen können. Natürlich, aber oder so. Der Uwe ist ein sympathischer Typ, deswegen dachte ich mir, Butz Digga, okay. Passt zum Thema heute. Uwe ist cool auf jeden Fall. Natürlich. Muss man sagen. Hoffentlich kriegen wir Geld von ihm. Vielleicht überweist er uns jetzt. Aber die Kontodaten. Aber auch PayPal. So. Ja, mir fällt auch jetzt nichts ein. Ich dachte, ich mache mal die Kamera an. Wie ihr wisst, bei mir ist das immer sehr, sehr aufgeschrieben vorher. Und ne? Ihr wisst ja. Ansonsten, Schipperschale muss auch gleich rein. Aber vorher müssen wir noch Training machen. Ja. So, fällt euch noch was ein? Nee, Mann. Ganz kurz zum Training, wie wir heute trainieren, wollen wir ganz kurz. Ja, ganz kurz. Welche Übung habt ihr denn vor? Ich fange ganz normal an mit Bankdrücken. Danach kennt jeder wahrscheinlich. Ja, wie kein Bodyweight? Nein. Vielleicht ein paar Liegestütze. Was meinst du? Danach Kurzhantelbankdrücken. Nein, der Kurzhantel irgendwas Schönes. Kurzhantelbankdrücken? Aber bei 50 ist Schluss, Daniel, im Studio. Ja, dann müssen wir uns dann. Dann können wir nur Aufwärmsätze machen. Da wiegt die Stange schon 50 Kilo. Ja, das ist gut. Naja, ich glaube, da bringt es ja alles nichts. Wir machen jetzt mal Schluss. Ihr wisst jetzt, was los ist. Es erwartet euch was ganz Großes. Guckt auf jeden Fall die nächsten Tage rein. Guckt auch bei den Herren Kollegen mal auf die Channels. Philipp ist natürlich auch am Start. Wir sind ja jetzt auch die Fitnessliebhaber. Wir haben euch auch lieb in dem Sinne, wir müssen endlich scheppern. So ganz ohne Stimulantien bin ich auch ein bisschen träge, muss ich sagen. Ich muss mir ein bisschen Koffein und so. Ohne geht nicht. Käffchen. So, muss rein, nicht? Tschüss. Und, willst du noch was sagen? Ich? Hast du noch ein iPhone gekauft? Ich habe iPhone jetzt. Richtig cool. Ja. Und hast du auch iPhone? Ich habe iPhone alt. Nein, ich habe iPhone noch älter. Ja. Ich komm's aber jetzt Ich finde das zu klein. Du musst dir dieses Riesending. Nee, Mann, da kann ich nur das Telefon sein. Aber das tut ja jetzt auch nichts zum Thema. Schau, ne? Ich leg jetzt auf, ne? Tschö.